So, hallo und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play vom Train Simulator 2050. Ich mache gerade erstmal ganz kurz die Türen auf, damit ihr da noch einsteigen könnt. Und dann erzähle ich euch mal ganz kurz, wo wir uns befinden. Wir befinden uns auf der Karte London, Petersburg, irgendwie sowas in der Art. Und wir fahren hier von, genau da sind wir, von Wevelyn Garden City. Und wir fahren so eine Bahn, die irgendwie überall hält. Fahren wir nach London, King's Cross. Das ist hier unten im Süden. Das heißt, wir fahren hier den Teil und halten überall die ganze Highspeed-Strecke, die fahren wir nicht ab. Wir fahren quasi nur den Teil mit der S-Bahn, sind auch ungefähr 50 Minuten unterwegs. Jo, das hier ist unser schönes Gefährt. Da kann ich halt nicht viel drüber sagen, weil es halt ein Zug ist, den ich nicht kenne, weil ich eh fast nichts kenne. Sonst müssen wir schauen, dass wir das irgendwie so... es macht Merp. Reset, finde ich gut, so. Dann muss ich hier noch, genau, die Dingens da. Bremse haben wir als Kombihebel. Die sollten wir können eigentlich so fahren. Wir haben auch nur ein paar Fahrstufen. Das heißt, ich brauche mich eigentlich gar nicht um so langsames und gemütliches Anfahren kümmern. Das macht eher als die Fahrstufe. Das macht sie ganz gut. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal ein kleines Rundchen. Um mal zu schauen, wie das alles so funktioniert. Ich habe keine Ahnung von der Bremsleistung. Ich habe keine Ahnung von nichts. Aber ich glaube, das werdet ihr überleben, weil ihr, glaube ich, gewohnt seid, dass ich keinen Plan habe. Also sowohl hier im Train Simulator als auch woanders. Müssen wir da hoch? Da ist aber die Hauptstrecke. Hilfe. Hilfe. I think der ist der Hauptstrecke. And warum do we not unser Hauptstrecke verkehren? Ja, das macht bestimmt alles Sinn. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Wo fahren wir denn da mal hin? Aber wir fahren auf die linke Seite. Ach, damit wir nicht einmal übers Gleis rüber müssen, haben wir jetzt hier... Okay, ich verstehe schon. Haben wir jetzt hier einmal was, wo wir einmal rüber können. Okay, das ist quasi das Hinterteil unseres Zugs. Haben auch nochmal einen Steuerwagen drin. Ist doch mal 35 Meilen pro Stunde. Fahren wir sind nämlich hier in England. Das heißt, wir haben auch auf den Schienen Linksverkehr. Das finde ich auch relativ interessant. Dass es dort nicht nur so ist... Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Dass wir quasi nur auf den Straßen Linksverkehr haben. Nein, wir haben sogar auch auf den Schienen Linksverkehr. Das heißt, wir fahren jetzt hier relativ kollektiv links. Ja, tut mir leid, Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich bin ja schon ruhig. Ich bin so ein schlechter Mensch. Weil ich ein paar Meilen pro Stunde drüber bin, ich fühle mich auch richtig schlecht, muss ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Also ich würde mich jetzt am allerliebsten gerade mal vergraben gehen, aber jetzt habe ich eigentlich gerne mal Lust, ein bisschen auf eine Tube zu drücken, ne? So, 75 dürfen wir. Das heißt, einmal höchste Fahrstufe 4 rein. Ist überhaupt hinten oder vorne? Die ist hier hinten. Okay, das heißt, hier haben wir unsere Fahrstufen. Und da vorne haben wir unsere Braking-Teile. Okay, vorwärts steht's auch. Das heißt, wir fahren auch wirklich vorwärts. Das ist also nicht nur eine Illusion, sondern wir fahren wirklich vorwärts. Das finde ich ganz praktisch. So. Also 75 dürfen wir fahren. Und da vorne haben wir auch schon den ersten Halt. Ich bin mal ganz gespannt, wie das mit dem Bremsen so hinhaut. Weil ich fahre halt. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Dass ich hier fahre. Ach, Tag, Kollege. Hallo. Mal ein bisschen zurück hier. So. Deswegen bin ich ja nicht ganz so optimistisch, dass es mit den Bremsen auch hinhaut, aber hey. Wir messen ja vor allem auch in Meilen und nicht in Kilometern. Das heißt, wir sind so ungefähr eine Meile von der Haltestelle entfernt. Und ja, die scheint mir auch nicht allzu lang zu sein. Also vom Bahnsteig her. Gut, wir haben jetzt auch nicht einen überlangen Zug. Das ist so ein bisschen, ja, metromäßig. Ich weiß es nicht, so ein bisschen. Wir fahren halt einen kleinen Zug, ne? Das ist halt so ein Zug, der die halt fährt. Dann haben wir auf der... Parallelstrecke hier rechts von uns auch noch den Expresszug fahren. Der fährt dann quasi hier so ICE-mäßig lang und wir sind halt so ein bisschen, ja, so weit wie so eine Regional-S-Bahn. So, ich bremse vielleicht gerade. Wie viele Bremsstufen haben wir denn? Auf jeden Fall bremst der ganz gut, muss ich sagen. Das heißt, hier muss man noch irgendwelche Punkte überlegen, an denen ich dann schauen kann, wie ich denn bremsen muss. So. Da vorne ist, glaube ich, die Haltestelle. Ja, da ist eine Haltestelle. Doch, das heißt Bahnhof. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, Step 2. Doch, bremst ordentlich. Da vorne haben wir auch schon den Bahnhof Hartfield Plattform 1. Heißt, ach, Tag, Kollege. Das ist wahrscheinlich hier der Express. Sieht aber gut aus. Doch, der gefällt mir. Falsche Richtung, falsche Richtung. Das wollte ich machen. Und nein, ich habe nicht verplant, weil ich den Zug nachgeguckt habe. Nein. Also ich würde sagen, so hält jeder professionelle Zugfahrer an seiner Station an. Jetzt müssen sie sich alle durch die letzten Türen drücken. Bitte beachten Sie, liebe Fahrgäste, der Zustieg ist nur an den letzten beiden Türen möglich. Ach, gar kein Zustieg möglich? Oh. Ja, das tut mir natürlich leid. Das habe ich schon ein kleines bisschen gefällt am Anfang.
Das ändert sich aber ganz bestimmt noch während des Let's Plays. Okay. Hier müssen wir auch schon lange wieder abgefahren sein. Ist er abgefahren? Ja. Nö, funktioniert ja alles schon mal ganz gut, möchte ich mal behaupten. So, jetzt bremsen wir mal ab, damit wir mal stehen bleiben. Und dann machen wir mal immer auf die Tür macht weit. Zack. Haben wir es damit alle Türen öffnen? Ja, haben wir einwandfrei. So, das ist unser Zug. Ich mache vielleicht gerade nochmal einen Daumennägel schon. Zack. Ja, machen wir vielleicht mal wieder nach vorne unseren Richtungswende und dann hoffe ich mal, dass es besser funktioniert, weil das Problem ist nämlich, wir halten öfters mal. Also wenn wir jetzt hier mal auf unseren Plan schauen, dann sehen wir, dass wir doch etwas öfters mal anhalten. Und deswegen hat es vielleicht Vorteile, wenn das reibungslos vonstatten geht. Aber das kann natürlich auch wieder nur ein Gerücht sein. So, wir können losfahren. Erfolgreich halt, ja, mehr oder weniger erfolgreich. Also erfolgreich liegt immer im Auge des Betrachters. Erfolgreich hängt natürlich von dem Wort Erfolg ab und Erfolg definiert jeder für sich selber. Das heißt, man muss selber für sich selbst ausmachen, was jetzt Erfolg ist und was dann erfolgreich bedeutet. Wenn es für mich Erfolg ist, dass ich mich verbremst habe, dann sollte man das einfach mal so hinnehmen und sich drüber freuen. Deswegen, ja, schön. Ja, das ist in der Tür. Ich mach gerade auch nochmal plupp. Ich finde es so schön. Hier kann man jetzt ein paar schöne Thumbnails machen. Das finde ich gut. Hirsch macht ihr nicht alle in der ersten Folge. Das ist voll unrealistisch. Die Abo. Und Zug, hallo. Das ist aber so ein Expresszug. Ja, das bin ich mir relativ sicher. So. Wo bin der Vorwahl, glaube ich, das gleiche. Aber hey, das braucht auch keiner wissen. Das ist, wäre viel zu professionell. Also, wir lernen daraus, wir bremsen etwas früher. Jetzt sind wir hier auf Maximalgeschwindigkeit. Abfahren müssen wir ziemlich genau jetzt. Nee, in der Minute müssen wir abfahren. Okay, das heißt, wir haben noch ungefähr eine Minute Zeit, bis wir da eigentlich wieder losfahren müssen. Das ist ganz interessant. So grün haben wir zum Glück auch. Ansonsten, ich glaube, wenn wir jetzt nicht überall grün hätten, dann wäre, also dann würde ich irgendwie, dann würde ich einen Besen fressen. Einfach weil Professionalität und weil Zug. So, jetzt haben wir noch 0,7 Meilen. Ich glaube, ich fange mal an zu bremsen. Oder fange ich ein bisschen später und mache dann gleich Stufe 2. Ich weiß es gerade gar nicht so. Da vorne ist der Halt. Machen wir Stufe 2 rein. Wobei, wir haben noch eine halbe Meile bis dahin. Das sind über 500... Das sind 600, 700 Meter ungefähr. Jetzt siehst du, wir sind schon relativ langsam. Langsamer, als wir vorher im Bahnsteig selbst waren. Ich muss jetzt halt mal genau schauen, mit welcher Geschwindigkeit wir einfahren müssen und dann noch wunderbar anhalten können. Dann wird das, glaube ich, ganz praktisch. So, nee, hier mal bremsen, genau. Dann würde ich sagen, fange ich ungefähr in der Entfernung an abzubremsen. Wenn wir dann ungefähr vielleicht mit 30, 40 Meilen pro Stunde auf ein Gleis auffahren, also wir fahren dann direkt natürlich auf den Bahnsteig, ganz klar, dann dürfte das, glaube ich, hoffentlich funktionieren. Sonst können wir hier wieder Stufe 2 reinhauen. Ich glaube, dann sollte das funktionieren. I hope so. Oder läuft sogar was durch. Please do not was. Okay. Mit Full Service vielleicht. Boah, die Teile sind echt kurz. Aber das wird besser mit der Zeit, so. Türen kriegen wir trotzdem auf. Ich schau mal ganz kurz das Schild an, weil das sah interessant aus. Please do not leave bags unattended. Okay. Und die Uhrzeit stimmt sogar. Oha. Finde ich gut. Wir haben zwar keine Anzeige, wann der Zug fährt, aber wir haben zumindest mal eine Uhrzeit. So, und das ist unser Zug von innen. Der hat hier auch wieder das Phänomen, dass er hier anders aussieht. Wenn ich jetzt hier mal in die 5er an sich gehe, dann sieht er so aus. Wenn ich jetzt hier in 8 gehe, das ist genau der gleiche Teil des Zuges, dann sieht er hier ein bisschen anders aus. Das finde ich irgendwie äußerst interessant. So. Ja, mal wieder erfolgreicher Halt. Ich bin so stolz auf dich, Spiel, dass du das als erfolgreich abtitelst. Würde ich so zwar nicht unbedingt unterschreiben, aber der Spiel hat recht. Und ich meine, wenn sich das Spiel mit uns freut, dann sollten wir es auch so hinnehmen. In einer Meile schon der nächste Halt. Ich glaube, dann brauchen wir gar nicht so zügig fahren und gar nicht so schnell fahren. Ach komm, wir können es ja. Der Zug hat's da drauf. Jo. Aber es ist echt schön aus, das Gefährt. Also mir gefällt es. Es hat so ein bisschen was von hat so ein bisschen was von der Londoner U-Bahn, so von der Form her. Auch wenn wir nicht unterirdisch verkehren, so da vorne haben wir einen 55 Ankündigungsteil. Ja, also irgendwann bekomme ich es mit dem Bremsen auch noch hin. Da bin ich mir nicht sicher. Schön. Jo, es macht immer Pling. Wahrscheinlich so dieses, Josh, da vorne kommt ein 50-Ding und
Da musst du aufpassen, weil du hast dich immer verbremst. Du bist immer voll blöd gefahren und deswegen weise ich dich da jetzt drauf hin. Na, ich bin ganz stolz auf dich, liebes Spiel. Das machst du echt gut. So, da vorne haben wir... Oh, ich mach mal hier. Ich mach mal ein bisschen wobei. Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade bremstechnisch noch etwas unschlüssig, aber ich glaube, das ist auch wieder kurz zu Dingen. Sehr kurz. Was sind das vor allem auch für Stationen, so mitten im Nichts einfach? Aber ich glaube, dieses Mal passt es ganz gut. So mal auf Step 1 und nochmal auf Step 2 und dann passt das, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Eiwandfrei. Ein eiwandfreier Halt unter Tausenden am heutigen Tag. Ist natürlich ein Grund zu feiern. Was haben wir denn hier? Brookmans Park, da ist der Gegenzug wahrscheinlich. Ja gut, der hat ein bisschen optimaler angehalten, aber hey. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Wanderweg, wie es aussieht. Und durch das herbstliche London, durch das herbstliche England. Da haben wir eine sehr kreativ gebogene Straße, aber sieht echt schön aus hier. So, da haben die paar Häuser, hier haben wir eine Zugverbindung. Können sich darauf freuen, dass ich da heute fahre. Ja, oder auch nicht. So, wir können weiterfahren. Ja, und dieses Mal sogar knapp 2 Meilen, das ist eine Pracht. Ich muss sagen, sowas gefällt mir irgendwie fast noch besser als so ein Expresszug zu fahren, der irgendwie eine halbe Stunde durchfährt. Und wenn man dann noch alles, das wird mir ja wunderschön unter der letzten Aufnahme erklärt, wenn man noch die ganzen Assistenzsysteme nutzt, dann finde ich, ergibt das für mich im Let's Play relativ wenig Handlungsspielraum. Das heißt, dann macht das Spiel alles selber und da brauche ich ja gar nichts mehr selber drücken. Dann wird das ja alles professionell auf einmal, weil es auf einmal alles funktioniert und dann... Ja, also ihr merkt schon, das führt zu einem Ergebnis, das meinem Channel nicht würdig ist und deswegen versuche ich zumindest hier mal den Beschleunigungshebel noch halbwegs selbstständig zu bedienen. So, das hier ist unsere Bahn. Sieht aber, muss ich sagen, echt schnieke aus. Also ist echt gut gemacht. Wenn sie so aussieht, dann ist sie echt gut gemacht. Aber ich vertraue da einfach mal drauf, dass das Modell einigermaßen stimmig ist. Vor allem mit Abnutzungsspuren, das ist echt schön. Sehr Metalloptik gehalten. VR schnell enough. Oh, wir kriegen minus 8 Punkte. Das tut mir leid. Ja, da vorne haben wir jetzt wieder einen Halt in. Ich orientiere mich einfach mal hier dran. Ich fange einfach mal ab 0,5 Meilen an zu bremsen. Ich weiß noch nicht, wie stark, aber ich fange einfach mal an zu bremsen. Und dann werden wir irgendwie hoffentlich mal anhalten. So, machen wir mal hier den da rein. Weil mich ja vorhin die Station schon sehe, mache ich vielleicht mal Stufe 2 rein. Ja. Ist vielleicht etwas angebrachter. Wobei, komm. Ich weiß es halt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob er Full Service reinmachen soll, / darf. Also, ob das irgendwie Komfortabzüge gibt, aber ich glaube nicht. Weil Full Service hört sich ja irgendwie relativ normal an. Ja, gut. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ich glaube, das wird so jetzt. Ich habe ungefähr eine halbe Meile anfangen zu bremsen. Dann wird das. Dann wird das hier irgendwann... Irgendwann werde ich noch Bremsprofi. sagte er mit einem leicht ironischen Husten. So, ich halte zwar nicht da vorne an so einem Haarding an, aber das ist mir, glaube ich, relativ egal. So, da stehen Menschen, die können ein bisschen laufen, das ist mir Wurst. So, machen wir mal Tür auf hier. Mal schauen, wenn er mal schaut da. Ist wahrscheinlich, wir haben nicht immer so ein Haar. Ah, okay, Carstop mit 8 Wagen, Carstop mit 12 Wagen. Ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet. Ich ziehe da mal so eine tolle Analogie. Dann habe ich hier mit 4 und 6 Wagen. Und da mit einem Wagen? Nee, das ist Gleis 1. Okay. Also da mit 4 und 6 Wagen. Okay. Weniger nicht, gell? Ich glaube, wir haben... Wie viele Wagen haben wir denn? Erstmal aus dem Bild klicken. Genau, Josh. Erstmal aus dem Bild klicken. Das ist gut so. 1, 2, 3, 4. Wir haben 4 Wagen. Okay, den kürzesten Zug und ich bin trotzdem zu blöd zum Bremsen. Das sollte mir zu denken geben. Das heißt, wir müssen nach diesen 4-6 Schildern da Ausschau halten. Wobei ich bin, glaube ich, überhaupt mal froh, wenn ich überhaupt halbwegs mit allen Wagen in der Station stehe. Da mache ich mir nicht unbedingt allzu große Gedanken drum. Aber hey, so 30 Meilen wahrscheinlich nur zum Abbiegen hier rechts auf das andere Gleis da. Jo. Und die Zweisicht hat sich gerade irgendwie etwas, die mag nicht mehr, die hat gerade keine Lust mehr, ne? Dödüm, dödüm. King's Cross, via... Bla, bla, bla. Jo,
Nächster Halt ist Hadley Wood Plattform. Wood Plattform ist hier aus Holz. Ganz bestimmt ist die Plattform aus Holz, Josh. Ganz klar. Der Bahnsteig ist aus Holz, weil damals, als Gummistiefel noch aus Holz waren, da haben sie auch die Bahnsteige aus Holz gebaut und deswegen...